Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf LDJ Games. Ich möchte euch heute zeigen, wie man mit Pocket Code relativ leicht einen Shop programmieren kann. Also bleibt dran und wir sehen uns gleich. Wir befinden uns jetzt in der App, die ich gerade eben erstellt habe. Ich habe auch direkt schon ein wenig vorprogrammiert. Ich habe nämlich zwei Szenen erstellt. Die erste, das ist ein sehr unnötig einfaches Spiel, damit ich relativ viele Münzen bekomme. Und die zweite Szene ist wirklich das eigentliche, das ist der Shop. Die Szene habe ich auch mal groß geschrieben, damit man die leichter wieder erkennen kann. Ich zeige euch einfach mal, um was es in diesem Spiel geht. Ich drücke hier mal auf Start und ich muss jetzt einfach nur ganz, ganz viele Münzen einsammeln. Und wir sehen hier, geht die Zeit auch schon runter und nach 60 Sekunden werde ich in den Shop weitergeleitet. Und mit diesen Münzen, die ich jetzt eingesammelt habe, mit denen kann ich dann was kaufen. Und zwar die Farbe von dieser Fläche, die ist ja jetzt momentan rot. Und die kann ich aber natürlich auch ändern. Und das möchte ich jetzt natürlich gleich machen. Jetzt warten wir natürlich noch kurz, bis ich das Ganze durchgespielt habe. Ich sammle jetzt einfach mal ein paar Münzen. Die werden auch schon gespeichert, wie das Ganze funktioniert, das habe ich auch schon letztes Mal gezeigt. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, einfach mal ein paar Tutorials von mir angucken. Variablen speichern habe ich in einem Tutorial, im Anfänger-Tutorial schon gezeigt. Einfach mal reingucken. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange die Zeit abwarten müsst, aber ich habe gedacht, so kriege ich mehr Münzen. So, und jetzt ist das Spiel vorbei. So, und jetzt bin ich aber auch im Shop angelangt. Ich kann mir Farben kaufen für die Fläche, die ich zum Einsammeln der Münzen mit meinem Finger verschieben muss. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Blau zu nehmen, Grün, Rosa oder Regenbogen. Es ist wirklich völlig egal, was ihr in euren Shop einbauen möchtet. Ob es jetzt neue Charaktere sind oder Gegenstände, Power-Ups, das könnt ihr alles machen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal an einem Beispiel mit Farben. Und ich habe mir jetzt einfach mal 4 Buttons erstellt. Ihr könnt natürlich mehr oder auch weniger machen, das ist völlig egal. Es gibt jetzt 4 Sachen zu kaufen bei mir im Shop. Und ich möchte jetzt einfach anfangen, einfach mal die ganzen Buttons zu programmieren. Ihr habt jetzt gesehen, hier sind die ganzen Coins, die ich einsammeln kann. Die haben schon den Skript bekommen, dass wenn sie diesen Sammelpunkt berühren, dass die verborgen werden sollen und die gesammelten Münzen um 1 geändert werden sollen. Ich habe jetzt 2 Variablen erstellt, einfach mal gesammelte Münzen, den Countdown für die Zeit und die Münzen insgesamt. Die gesammelten Münzen, die müsst ihr für jedes Spiel auf 0 erstmal setzen und wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel starte, gesammelte Münzen bleiben erstmal auf 0 und je nachdem wie viele Münzen ich sammle, werden die um 1 nach oben gezählt. Im Gegensatz zu Münzen insgesamt. Münzen insgesamt sind die Münzen, die ihr insgesamt gesammelt habt und auch durch mehrere Spielrunden erspielt habt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Runde spiele, habe ich 50 Münzen. Wenn ich jetzt nochmal eine Runde darauf spiele, nochmal Münzen sammle, nochmal 50 Stück, dann habe ich bei Münzen insgesamt 100 Münzen. Und mit diesen 100 Münzen kann ich mir zum Beispiel schon die Farbe kaufen. Und das möchte ich jetzt programmieren. Ich gehe als erstes auf den blauen Button und ich habe jetzt erst nur den Baustein, dass es an eine bestimmte Position gesetzt werden soll. Ich beginne jetzt einfach mal zu überlegen, wie man sich dann das überhaupt kaufen soll. Ich hatte die Idee, dass man, wenn man auf diesen Button blau tippt, dann sich das kaufen kann. Allerdings nur, wenn man genug Münzen hat. Und das mache ich jetzt mal. Ich gehe auf Event, wenn angetippt, ziehe es mir hier runter, darunter setze ich wenn so und so viel wahr wird, dann. Und ich setze jetzt einfach mal ein, Münzen insgesamt über 100. Das ist ganz wichtig, dass ihr es über 100 macht, denn wenn ihr jetzt zum Beispiel ist gleich 100 macht, dann habt ihr das Problem, dass wenn ihr über 100 Münzen habt, das dann auch nicht kaufen könnt. Deswegen über 100, immer das größer als Zeichen benutzen dann. Ist gleich über 100. Dann soll Folgendes passieren. Wir machen einfach mal, ändere Münzen insgesamt um minus 100. Dann sollen wir das Ganze natürlich noch auf das Gerät schreiben. Hoppala, jetzt. Schreibe Münzen insgesamt auf Gerät. Und jetzt zu guter Letzt auch noch.
erstellen wir jetzt zum allerersten Mal auf diesem Kanal eine Liste. Und in diese Liste kann man mehrere Variablen reinspeichern in einer einzigen Liste. Das ist ziemlich praktisch für den Shop, deswegen nehme ich die jetzt einfach mal. Einfügen, 1 in Liste. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, blau ist die 1. Wir können aber auch hier unten auf das Textfeld gehen und sagen blau. Das ist wirklich egal. Hauptsache, ihr wisst später, welche Zahl blau ist oder welches Symbol blau ist. Ihr könnt wirklich alles da oben eintragen für blau oder für euren Charakter. Es ist wirklich egal, ihr müsst es bloß wieder erkennen können. Auf Position 1. 1 bleibt bitte stehen, das ist ganz wichtig. Wenn ihr jetzt Position 2 macht, dann bleibt ein Spalt leer. Und jetzt müssen wir uns noch eine weitere neue Liste erstellen. Die haben wir noch gar nicht erstellt. Wir nennen sie jetzt einfach mal Shop-Items. Gekauft. Und damit hätten wir es auch schon. Wenn wir jetzt das Ganze antippen und wir genug Münzen haben, dann werden die Münzen um minus 100 gesetzt, weil wir ja das Ganze gekauft haben. Dann werden die Münzen wieder auf das Gerät geschrieben, damit wir diese minus 100 Münzen auch auf dem Gerätespeicher aktualisiert haben. Und danach fügen wir blau in die Liste ein und die Liste zeigt an, welche Items wir uns schon gekauft haben. Das Ganze kann ich jetzt mal kurz visuell darstellen. Ich zeige euch einfach mal das Ganze anhand eines Blocks, der die Variable anzeigt. Und zwar in der Farbe schwarz. Und wir sehen, wir haben momentan noch 0 Münzen. Das ist deswegen der Fall, weil ich noch nicht das Event gesetzt habe, wenn Programm gestartet, dass dann die Variable gesammelte Münzen bzw. Münzen insgesamt vom Gerät gelesen werden soll. Jetzt sollte das Ganze klappen und wir haben insgesamt 171 Münzen. Wenn ich blau antippe, hat sich das Ganze jetzt um minus 100 gemacht. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 71 und mit diesen 71 kann ich mir natürlich nicht nochmal blau kaufen, was natürlich sowieso nicht gehen würde. Das machen wir alles gleich noch. Aber ich könnte mir auch keine anderen Items kaufen. Jetzt programmiere ich noch kurz grün. Genau dasselbe wie gerade eben auch. Wir gehen auf die grüne Seite. Wenn angetippt. Und jetzt wieder unsere Bedingung. Wenn Münzen insgesamt sind größer als 200. Denn die Münzen für den grünen Button sind ja 200 Münzen, die man dafür ausgeben muss. Jetzt sagen wir, ändere Münzen insgesamt um minus 200. Dann soll das Ganze gespeichert werden wieder. Dazu gehen wir hier auf Münzen insgesamt und zu guter Letzt die Liste wieder. Und dieses Mal sagen wir grün. Und hier bleibt die Position 1, denn jetzt wird blau auf Position 2 gesetzt und grün auf Position 1. Es ist relativ egal, welche Farbe auf welcher Position ist, welcher Charakter auf welcher Position ist. Hauptsache, ihr habt das in der Liste gespeichert. Anders ist es, wenn ihr es wieder löschen möchtet, wenn ihr sagen möchtet, okay, der Spieler soll im Shop auf einmal wieder diesen Charakter kaufen und der Charakter wird wieder gelöscht von der Liste. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, darauf möchte ich heute nicht eingehen. Ja, und dann haben wir auch schon den zweiten Button. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Button. Und jetzt noch das letzte. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Relativ einfaches Prinzip. Wir starten nochmal den Shop. Jetzt habe ich leider nur 71 Münzen. Blau ist noch nicht gekauft. Ich kann blau aber auch nicht kaufen. Das Ganze sieht man aber auch nicht. Ich möchte jetzt eine Nachricht machen, die auftaucht, wenn man zu wenig Münzen hat. Und das mache ich jetzt. Und zwar
erstelle ich mir jetzt eine neue Ebene mit Pocket Paint. Ich mache den Hintergrund jetzt einfach mal grau. Total lieblos, ich weiß, vielen Dank. Nicht genug Geld. So. Hoppala, das war ein wenig groß. So, und dann einfach noch ein OK. Das Ganze in Schwarz. So. Hinweis. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein neues Objekt erstellt und das Objekt soll dann erst auftauchen, wenn man etwas antippt, wo man aber nicht kaufen kann, weil man zu wenig Münzen hat. Deswegen möchte ich gerne das Ganze kurz verstecken und nur auftauchen lassen, wenn es eine Nachricht bekommt, zu wenig Geld. Dann soll das Ganze angezeigt werden. Und wenn das Ganze angetippt wird, dann soll es wieder verborgen werden. Relativ einfach. Wir gehen jetzt mal hier auf den blauen Button nochmal. Wir fügen darüber eine neue Bedingung ein. Und sagen, wenn Münzen insgesamt sind kleiner als 100, dann soll das Event verschickt werden zu wenig Geld. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal, was passiert. Ich tippe auf den blauen Button. Nicht genug Geld. Ich drücke auf OK. Und blau kann ich wirklich nicht kaufen. Das Ganze funktioniert jetzt bei den anderen Buttons noch nicht. Das muss ich jetzt kurz noch machen. Ich gehe dazu wieder hier auf die Steuerung. Wenn Münzen insgesamt sind kleiner als 200, verschicke Event, verschicke Nachricht, zu wenig Geld. Und das Ganze auch bei rosa, wenn Münzen insgesamt sind kleiner als 300, zu wenig Geld verschicken. Und auch bei den Regenbogenfarben, wenn Münzen insgesamt sind kleiner als 1000, dann soll verschickt werden zu wenig Geld. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe leider nur 71 Münzen. Blau kann ich nicht kaufen. Grün kann ich nicht kaufen. Rosa kann ich nicht kaufen. Und Regenbogen kann ich sowieso nicht kaufen. So, was ist jetzt aber, wenn man etwas kaufen kann? Dann soll das Ganze ja auch gezeigt werden, visuell dargestellt werden, dass man es schon gekauft hat. Da gibt es jetzt für mich momentan nur eine einzige Möglichkeit. Ich möchte eine weitere Nachricht erstellen, die sagt, du hast diesen Artikel bereits gekauft. Dazu gehe ich hier auf meinen Hinweis auf Aussehen und erstelle mir eine neue Ebene. Wieder in Grau. Das hast du bereits gekauft. Toll, oder? So, kurz die Größe anpassen und das Ganze jetzt in grün, vielleicht in dunkelgrün, dann sieht man es besser. Wieder unten drunter das OK, ihr könnt das alles selbst designen. Ich mache diesen Button OK jetzt auch in einem einzigen Objekt. Ihr könnt aber das Ganze auch nochmal in einem weiteren Objekt machen. Total egal, Hauptsache ihr macht eine Nachricht oder irgendwie etwas, was man sehen kann, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Und was ich jetzt machen möchte, ist noch kurz das Aussehen verändern. Wenn du empfängst zu wenig Geld, Hinweis 1. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir kopieren uns das jetzt, das Ganze. Wenn wir jetzt empfangen, bereits gekauft, dann soll das Objekt auf Hinweis 2 springen, in dem Fall jetzt in Klammern 1. Ich habe jetzt denselben Namen verwendet, versehentlich. Aber es soll der zweite Hinweis gezeigt werden.
Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verknüpfen. In dem Fall haben wir jetzt unsere ganzen Events. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir nehmen wieder eine weitere Bedingung, wenn, und diesmal Funktionen, wir gehen ganz nach unten, enthält, Shop-Items gekauft, hat sich jetzt automatisch schon eingefügt, normalerweise müsst ihr noch eure Liste auswählen, das macht ihr einfach, markiert euch das und wählt eure Liste bei Daten aus und jetzt müsst ihr euren Namen reinschreiben, in diesem Fall blau ist gleich wahr bei Logik, dann verschicke bereits gekauft. Jetzt müssen wir hier unten aber noch eine Bedingung machen, denn wenn wir jetzt nur verschicken bereits gekauft, wird trotzdem noch das Geld abgezogen und das möchten wir nicht. Deswegen müssen wir hier noch bei Logik und einfügen und bei Funktionen wieder ganz unten enthält, Shop-Items gekauft, blau ist falsch. Das heißt, wenn die Münzen genug da sind und Shop-Items gekauft, blau ist noch nicht vorhanden in dieser Liste, dann ist ja blau noch nicht gekauft, dann kann blau noch gekauft werden. Wenn wir jetzt blau aber schon gekauft haben und die Münzen genug sind, aber blau schon gekauft ist, dann führt sich dieser Skript nicht mehr aus. Das Ganze können wir mal ausprobieren. Geht natürlich blöderweise jetzt nicht, weil wir ja schon zu wenig Münzen haben. Jetzt cheaten wir uns einfach mal ein paar. Münzen insgesamt auf 1000. So, wir haben 1000 Münzen und wir kaufen uns davon blau. Wir haben jetzt nur noch 900 Münzen und wenn ich jetzt aber nochmal blau kaufen möchte, sehen wir, das hast du bereits gekauft. Toll, oder? Und wir tippen hier auf OK und wir können blau nicht mehr kaufen. Wir haben ja blau schon gekauft. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal bei grün, rosa und bei Regenbogen. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Ich starte mal meinen Shop. Wenn blau, wenn ich kaufen möchte, dann werden mir 100 Münzen abgezogen. Wenn ich nochmal kaufen möchte, kommt meine Nachricht, das hast du bereits gekauft. Wenn ich grün kaufen möchte, werden mir die 200 Münzen abgezogen. Nochmal kaufen geht nicht, das hast du bereits gekauft. Rosa, 300 Münzen werden abgezogen, hast du bereits gekauft, wenn ich nochmal anklicke. Ich muss das Ganze nochmal kurz starten. Ich kaufe mir Regenbogen, wird auch abgezogen und die Nachricht, wenn ich nochmal kaufen möchte. Jetzt kommt natürlich das alles Entscheidende. Ich möchte mir noch Rosa kaufen, habe ich mir noch nicht gekauft jetzt in der neuen Runde. Nicht genug Geld. Perfekt.